So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen geht es mal wieder los mit einem bisschen Beauty und einem neuen, Gerät, was man auf dem Gesicht anwenden kann. Wenn euch sowas interessiert, bleibt gerne dran. Nicht jeder mag ja solche Geräte und das alles immer so einarbeiten und so. Aber wenn ihr Spaß daran habt, dazu zu schauen, so ein Gerät ist nicht teuer. Ich habe es mir auf Mallorca bei Aldi gekauft. Das bekommt ihr aber auch online bei Otto, bei Kaufland. Ihr bekommt es auch in ganz teuer bei Current Body, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt andere Firmen, die das auch noch anbieten, das Gerät. Und das arbeitet mit drei verschiedenen Lichtspektren und mit einer Vibration, also Vibrationseffekt. Das heißt, eure Haut wird auch massiert. Und damit arbeite ich meine Wirkstoffe immer ein, meine Produkte morgens nach der Morgenroutine. Und wenn euch sowas interessiert, ich zeige es euch auch gleich, dann bleibt gerne dran. Ich mache das heute Morgen mal mit meinen Produkten. Ich hatte es ja auch schon mal angekündigt und wenn ihr Spaß habt, dann legen wir auch gleich los. Was ich aber eben gerade gemacht habe und was ich euch zeigen wollte, habe ich mir so gedacht. Ich weiß nicht, wer mitbekommen hat, ich rasiere mich ja eigentlich fast ausschließlich nass. Auch das mache ich eigentlich, wenn es schnell gehen muss, morgens immer. So einmal die Woche, alle 2 Wochen, je nachdem. Im Frühjahr wachsen meine Gesichtshaare schneller wie jetzt zum Herbst-Winter hin. Ich habe mir aber auch ein neues E-Gerät gekauft, einen elektrischen Rasierer wie aus dieser Männerabteilung. Für Frauen aber gibt es bei Flaconi. Das gute Stück sieht so aus. Da sind nämlich verschiedene Köpfe mit dabei, unter anderem dieser runde. Den hatte ich früher auch mal auf meinem Braungerät. Kennt ihr das? Ich hatte so einen kleinen Braunrasierer von DM. Der hat das schon ganz früh angeboten. Und hier ist es ein Kombigerät. Da habt ihr drei Köpfe mit dabei. Einmal diesen runden. Aber auch, ich mache den mal ab und mache jetzt diesen Rasierkopf einfach drauf. Klack. Es geht im Übrigen ganz schnell. Da habt ihr an der Seite, ich mache mal die Schutzkappe ab. So. Da habt ihr an der Seite auch diese zwei Scherköpfe nochmal, um jetzt irgendwie längere Haare hier zum Beispiel wegzunehmen. Habe ich auch immer hier so ein bisschen am Ohr hoch. Dann nehme ich den und ansonsten kippe ich den an und rasiere mich wie mit einem Männerrasierer. Nur, dass die Männerrasierer nie bei mir funktioniert haben. Ich weiß nicht warum. Dann habe ich den hier bei Flaconi entdeckt mit den Wechselköpfen. Da gehört noch so ein runder dazu und noch so einer für die Augenbrauen, aber mit dem kann ich leider nichts anfangen. Da bin ich ein echter Fan von dem Teil aus der Ideenwelt von Rossmann. Ihr kennt den, ich habe euch den, glaube ich, schon oft gezeigt. Wenn euch aber noch mal so eine Routine interessiert, im Übrigen war da auch die Verpackung dabei, da kann man das dann reintun mit Bild. Da kommt das rein und hier oben dieses Teil. Und ich habe, glaube ich, irgendwas um die 17 oder 20 € bezahlt. Kann aber auch sein, dass es ein Angebot war. Dann darf man nicht vergessen, suche ich immer nach Rabattcodes. Und so sieht das Ganze aus. Da kommt das rein in die Verpackung. Und der hier war auch in dieser Verpackung hier drin. Und den nutze ich immer mal ganz schnell morgens, wenn es irgendwie schnell gehen muss, die Haut nicht reizen soll, weil ich will euch heute Morgen dieses Gerät zeigen. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt noch nass rasiere, also beim Nassrasieren würde ich immer an dem Tag so ein Gerät nicht anwenden, was ich euch gleich zeige, ne? Aber da habe ich mich schnell trocken rasiert, weil die Haare mussten weg. Ich habe schon wieder ausgesehen wie so ein Wald. Und genau, und deswegen, ich zeige euch jetzt mal das Gerät, um welches es sich hier handelt. Und wenn ihr dann Lust habt, dann bleibt gerne dran. So, dieses Gerät ist von der Marke Quick. Das hat Aldi ja öfter, ne? Ihr kennt das bestimmt, Aldi hat öfter diese Sachen von der Marke Quick, von elektrischen Zahnbürsten über sonst irgendwas hin. Und so sieht das halt aus, dieses Gerät. Ich zeige es euch jetzt mal ganz kurz. Das bekommt ihr auch von vielen anderen Firmen. Liegt schön in der Hand. Man hat so diese Kugel hier in der Hand und kann dann gut so arbeiten. Das ist eine Schutzkappe, die ist oben drauf. Hier ist eine Metallplatte. Und wenn man es anmacht, das zeige ich euch gleich, kommen verschiedene Lichtspektren, nämlich drei. Ich werde euch hier auch immer mit reinsetzen, was jedes Lichtspektrum macht und werde es euch auch ganz kurz vorlesen und noch mit reinsetzen. Dann habt das doppelt gemoppelt und ihr habt hier den kleinen Anschalter, das zeige ich euch auch gleich. Und wie gesagt, es handelt sich um so ein Gerät, das hatte Aldi hier in Deutschland, glaube ich, auch schon mal, aber vor längerer Zeit. Und ich habe es mir halt auf Mallorca gekauft. Kostete irgendwie 25 €, bekommt ihr aber auch online bei Otto, bei Kaufland, ich weiß nicht wo, noch überall. Also es gibt es überall. Für günstig bis teuer, ihr könnt hier 25 € ausgeben, 30, 35, ihr könnt aber auch 200 ausgeben. Ob es jetzt darin noch einen Unterschied gibt in der
Stärke des Lichtes, dass das vielleicht tiefer geht. Weil da muss man immer gucken, das hat man bei den LED-Masken auch. Da sage ich immer, dass die, die ich habe, wirklich so kräftig ist von dem Lichtspektrum, dass es auch wirklich tief in die Haut geht. Wie das hier ist, weiß ich nicht. Für mich war es erstmal so ein Testgerät, zumal es ja auch vibriert, es hat ein bisschen Strom, es hat Rotlicht, es hat grünes und blaues Licht und ich wollte es einfach erstmal ausprobieren für mich. Und dann würde ich wahrscheinlich irgendwann mal lesen, aber ich habe schon viel Feedback bekommen, dass jemand sagte, Astrid, ich habe mir auch das günstige Gerät gekauft und das funktioniert bei mir wunderbar. Also ich denke mal, dass ich vielleicht auch dabei bleiben werde und nicht unbedingt auf ein ganz teures Gerät zurückgreifen werde. Und wir können damit heute Morgen erstmal anfangen, meine Produkte einzuarbeiten und ich würde euch das einfach erstmal zeigen. Ganz kurz, Kappe ab und dann braucht ihr nur hier diesen Knopf drücken. Zack, dann fängt das an. Ihr fangt mit Grün an. Ich lese euch auch gleich vor, was Grün macht. Dann geht ihr weiter auf Blau und ganz zum Schluss kommt Rot. Und wenn ihr das auflegt, also, das funktioniert auf Kontakt. Das heißt, in dem Moment, wo ihr Hautkontakt bekommt und aufdrückt, geht das los. Es ist ganz einfach, man startet mit Grün. Und man kann das so lange machen, wie man möchte, wie man das Gefühl hat, ich habe mein Produkt jetzt eingearbeitet, aber wir kommen da gleich noch zu. Und dann geht man weiter zu dem Blauen. Da hat man dann Strom, da ist es mit EMS und das prickelt auch richtig. Und da sollte man dann zumindest vorsichtig sein, also bitte nicht trocken damit arbeiten. Das habe ich nämlich schon oft gesehen, dass da trocken mitgearbeitet wird. Und ich habe euch das früher mit dem New Face gezeigt. Moment, ich mache den mal aus. Einfach nur lange drücken, dann geht es aus. Da habe ich dieses Gel verwendet, dieses Aquagel von New Face, das gehörte dazu, gab es bei Current Body. Damit würdet ihr aber nur arbeiten, wenn ihr mit Strom arbeitet. Das heißt, ihr würdet mit Strom und diesem Kontaktgel, das ist ein Hyaluronsäuregel im Übrigen, danach sah man immer richtig toll aus, arbeiten. Aber ich mache es im Moment so, weil ich ja drei verschiedene Lichtspektren habe, drei verschiedene Funktionen, arbeite ich einfach damit meine Produkte ein, aber auch da immer schön feucht halten. Als erstes möchte ich sagen, dass ihr damit im Gesicht, auf der Stirn, ihr könnt auch hier oben randrücken und sagen, okay, ich möchte mal hier so ein bisschen die Augenbrauen liften und heben. Das funktioniert im Übrigen sehr gut. Ihr könnt damit an den Hals runtergehen. Ihr könnt damit sogar hier über die Schultern gehen. Ich habe einige, die mir erzählt haben, dass sie die zweite Stufe dann benutzen mit dem Blaulicht, wo auch Strom mit dabei ist, ihre Schultern zu machen. Sollte man auch nicht unterschätzen. Ihr habt ein Kabel dazu, das könnt ihr immer aufladen, dass es also immer startbereit ist. Ihr braucht keine Batterien. Und das finde ich schon mal mega gut. Und was kann man damit noch machen? Ich schaue mal, ich setze euch hier jetzt gleich ein Bild mit rein. Also ihr könnt Gesicht, Augen, Hals, Schultern und Stirn damit bearbeiten. Das Bild setze ich euch mit rein. So, man hat also, was sagt man diesem Gerät denn eigentlich nach? Eine Hautverjüngung, EMS-Mikrostrom hat es, Hochfrequenz-Vibration, also es vibriert immer, wenn man es auf die Haut gibt mit Hautkontakt. Man hat eine Thermoregulierung, also was hat man mit Rot? Mit Rot wird es warm, also da habt ihr diese warme Rotlichttherapie. Warmes Lifting. Es reinigt natürlich auch die Poren, fördert die Aufnahme von Nährstoffen. Deswegen mache ich es gerne mit meinen Produkten, dass ich meine Wirkstoffkosmetik hier benutze und damit einarbeite. Und es hat, wie gesagt, drei verstellbare Stufen. EMS-Mikrostrom. Ja, die Nährstoffe in Cremes werden zersetzt und die Haut kann diese wesentlich effektiver aufnehmen. Dadurch wird die Wirkung dreimal stärker, wird hier gesagt. Also ich habe meine Creme noch nicht damit eingearbeitet. Ich habe bisher nur die wässrigen Serien und Konsistenzen genommen. Also die Creme noch nicht. Können wir nachher vielleicht aber auch gerne noch mal ausprobieren, dass wir bei der Creme noch mal ein bisschen weitermachen. Und die Vibration im Hochfrequenzbereich entspannt die Muskulatur. Und diese Entspannung der Muskulatur trägt natürlich auch dazu bei, dass dann am Ende man damit auch eine Faltenglättung erreicht. Manche nehmen das jeden Tag. Man kann es jeden Tag nehmen, muss man aber nicht. Man kann auch jeden Tag sagen, ich mache es, aber ich lasse zum Beispiel Strom weg und Strom nutze ich nur zweimal die Woche. Dann geht man eben darüber hinaus, einfach drüber weggehen und drücken. Also man muss nicht alle Funktionen und Farben nehmen. Man kann auch sagen, ich nehme jeden Tag nur Rot. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Kann man ja separat einstellen. So, fördert die Entgiftung der Haut und nimmt also wesentlich stärker die Nährstoffe oder die Inhaltsstoffe aus euren Produkten auf, ne, die ihr auf die Haut auftragen wollt. Und
Natürlich Rotlicht und Mikrostrom. Das kommt ganz am Ende, massiert die Haut und sorgt dann natürlich für eine straffende Oberfläche. Ne? Ich lese euch das jetzt vor, weil wenn ich erstmal anfange zu arbeiten, dann behindert mich das, wenn ich immer gucken müsste. Und somit schaut es euch hinterher nochmal wieder an, das Video, wo ich das hier alles erkläre. Einfach nochmal wieder anmachen. Und geht einfach dahin, wo ihr eure Produkte auftragt zum Beispiel. Und nehmt mein Video mit und dann könnt ihr es ja auch nebenbei laufen lassen, wo ich dann erkläre, was was macht. So habe ich es im Übrigen am Anfang auch gemacht. Ja, blaues Licht ist dabei, grünes Licht und rotes. Blaues Licht ist gegen Akne und reinigt die Poren. Das grüne Licht beruhigt die Haut, zieht Wasser und Öle, hat aber in diesem Fall bei Grün auch den Stromeffekt. Und das rote Licht revitalisiert und baut Kollagen auf und hat hier Wärmefunktion mit dabei. Das wollte ich nur loswerden. Ja, man kann seine Hautpflege auftragen. Man braucht einfach nur die Power-Taste drücken und man wählt dann am Ende den Modus, den man haben möchte. Oder man macht alle drei Modi durch. Das zeige ich euch, wie ich alle drei benutze. Aber wie gesagt, ihr könnt euch auch für einen entscheiden und dann den jeden Tag nehmen. Der Massagekopf hebt die Haut von unten nach oben und auch den Hals an. Man kann aber auch von oben nach unten arbeiten. Manche arbeiten von unten nach oben, wie ihr mögt, was für euch am besten ist. Und genau, das habe ich euch mit reingesetzt. Also grünes Licht ist Reinigung, rotes Licht ist Mikrostrom und blaues Licht ist Wärme. Das werde ich euch hier als Bild natürlich mit reinsetzen. Es wird darüber auch viel geredet. Also es ist ein handliches Gerät. Es ist angeblich so ein Beauty-Geheimtipp, diese Geheimwaffe heutzutage. Und der Mikroglow kommt dann mehr zum Vorschein. Also die Haut soll wirklich gestrafft sein. Also ich weiß, wenn ich es einmal angewendet habe, habe ich meistens vor dem Spiegel schon einen Wow-Effekt gehabt. Das muss ich einfach sagen. Wenn man es jeden Tag anwenden würde, damit fange ich wahrscheinlich auf Mallorca erst richtig an. Da könnt ihr mir gerne auch in den Stories morgens gerne folgen auf Instagram. Es fördert die Durchblutung, unterstützt die Produktion von Kollagen und Elastin. Und das macht natürlich immer eine straffere Haut. Und mit der Straffung kommt so ein bisschen dieses jugendliche Aussehen. Und das fördert natürlich die Durchblutung dieses Gerät und es hat natürlich dann eine natürliche Entgiftung ja auch über die Lymphe und alles. Das heißt also überschüssige Giftstoffe und Flüssigkeiten, Lymphstau, was sich manchmal so unterm Auge hier befindet, das kann natürlich abtransportiert werden. Wenn ich eine Vibration habe und dann noch dieses Licht oder den Mikrostrom und richtig gut arbeite, dann kann ich damit die geschwollenen Augen praktisch entleeren, also das Wasser, der Wasserstau, der hier vorhanden ist, rausdrücken, rausarbeiten und deswegen immer schön Richtung Hals runter, dass das ablaufen kann. Das ist ganz wichtig. Ja, auf alle Fälle neben der Antifaltenwirkung kann dieses Gerät auch effektiv bei der Linderung von Augenringen und Tränensäcken. Ja, das habe ich euch gerade gesagt. Sanfte Massage, Schwellungen werden reduziert, Erscheinungsbild wird einfach schöner der Haut und man fühlt sich einfach besser. Ja, und das rote Licht fördert die Kollagenproduktion ganz am Ende. Das bedeutet immer, die Hautelastizität nimmt zu, wenn man Kollagen fördert. Denkt aber auch bei Kollagen bitte immer mal daran, dass man innerlich vielleicht noch mit Kollagen nachhelfen kann. Ja, Hautelastizität und reduziert Entzündungen. Und das blaue Licht natürlich wieder antibakteriell und gegen Akne. Also wer so ein bisschen zu unreiner Haut neigt. Und ja, wie gesagt, man kann damit die Zeichen der Hautalterung ein bisschen hinauszögern, gehe ich mal von aus. Und in nur wenigen Minuten pro Tag, das ist wirklich nicht viel, könnt ihr euch einfach damit eine schöne Haut zaubern. Und das werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Denkt daran, ich setze euch die Bilder dann mit rein. Vorweg habe ich euch also schon erzählt, wie man es anwendet. Ich habe hier meinen Spiegel stehen. Ich habe hier auch immer meine Flasche Thermalwasser, weil ich nehme meine Produkte und die ziehen immer relativ schnell ein. Und damit man aber noch ein bisschen länger mit der dementsprechenden Stufe arbeiten kann, müsst ihr dafür sorgen, dass eure Haut auch wirklich leitfähig ist. Und dann nehmt ihr einfach ein Thermalwasser. Mir ist es egal, welches ihr nehmt. Ich nehme immer La Roche-Posay, aber ihr könnt dann natürlich wählen, was ihr wollt. Ich habe mir zwei Produkte geholt. Ich starte ja morgens immer mit meinem Multi-Intensiv Face Treatment. Das ist ein Gesichts-Moisturizer, also ein Feuchtigkeits spendendes Produkt auf dem Gesicht mit Hyaluronsäure und vielen anderen schönen Inhaltsstoffen. Darin mische ich meistens meine Hyaluronsäure rein.
Im Moment verwende ich von Geek in Gorgeous das HA5 Rich. Das bekommt ihr bei DM, obwohl online oder im Geschäft müsst ihr schauen. Letztens sagte eine Zuschauerin, es gibt es auch jetzt in jedem Geschäft. Nee, bei uns gibt es das immer noch nicht. Also, ich muss es mir immer noch online bestellen, kostet so roundabout 10 Euro. Also etwas darunter liegt es. So, und dann fange ich folgendermaßen an. Ich gebe jetzt etwas von dem Moisturizer, der ist sehr flüssig, hat eine ganz leichte, im Hintergrund gelige Art, Konsistenz. Gebe da, ups, einen, jetzt ist mir die Hälfte daneben gefallen, eine Pipette voll Hyaluronsäure mit rein und trage das auf mein Gesicht auf. So, habe ich früher im Übrigen auch gemacht mit dem New Face. Und jetzt drücke ich einmal etwas länger. Und dann startet ihr mit Grün. Und ihr hört vielleicht auch schon, wie die Vibration angeht. Ich denke mal, das kann man ganz gut hören. Und wie gesagt, dieses Ei liegt super in der Hand. Ihr könnt auch hier richtig die untere Augenpartie mitnehmen. Schaut, diese Form ist unheimlich gut. Schaut euch mal die Form an. Die ist so ein bisschen an das Gesicht angepasst und damit kann man super arbeiten. Auch hier oben die Stirn. Also hier ist erstmal so Reinigung, Entgiftung und immer schön hier mit hochziehen, auch an den Augenbrauen. Hier zwischen und diese Mikrovibration, also diese Massage auf die Haut, ist super, super schön und natürlich effektiv. Weil wenn ich hier oben anfange und schiebe alles hoch, muss ich es irgendwann auch alles runterholen. Gerade hier auch am Auge gehe ich hier runter bis zum Ohr. Seht ihr das? Und dann könnt ihr auch mit zwei Händen arbeiten und so ein bisschen nachdrücken, ne? Dass ihr das hier runter arbeitet. Ich weiß, dass ganz viele immer hochschieben, die also hier diesen Lifting-Effekt haben wollen, aber da kann man auch genauso gut so machen. Also ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, indem ich das runterschiebe. Genau. Und weil ihr das ja mit drei verschiedenen Lichtquellen macht, braucht ihr euch auch nicht so beeilen. Also es ist genug Zeit, um auch den Rest einzuarbeiten. So, und jetzt wird es wieder trocken. Und jetzt warte ich ein bisschen. Jetzt kann man auch ein bisschen ziehen hier. So. Und man sieht schon, wie schön klar das Gesicht auch wird. Ich glaube, das kommt ganz gut rüber. Aber seht schon mal, was jetzt schon die Augenpartie macht. Die Haut, die sieht aus, die wird schon, also jetzt schon glatter und feiner und die Haut sieht so durchtränkt aus. Also das Produkt, was ihr benutzt, arbeitet ihr auch richtig schön ein. Und das ist der Vorteil. Das heißt, die Wirkstoffe kommen richtig schön tief in die Haut über die Vibrationen, über das Licht. So, und jetzt habe ich ein neues Produkt, was ich im Moment anwende. Das werde ich Minimum, habe ich schon gesagt, ein Jahr testen, weil die richtigen Erfolge kommen so nach, also man hat einen Soforteffekt. Das ist das Produkt After Inject, heißt die Firma. Und zwar ist das ein Serum. Das ist das Natural Botulin Serum. Ich sage dazu noch nicht mehr. Wir waren live. Die Laura, das ist die Gründerin und ja, die Gründerin von After Inject. Das ist ein ganz sanftes, natürliches Produkt. Wirkstoffe gelöst wie Synaeg, Matrixyl und Arygeline in Hyaluronsäure. Genau, und das wende ich an. Das wendet man ganz sparsam an. Es gibt auch noch andere Produkte dazu. Es gibt ganz tolle Augenpads, die ich vorgeführt habe mit dem Hammer-Effekt. Ich habe auch die Creme da, die machen wir dann zum Schluss. Und ich trage das jetzt erstmal tröpfchenweise auf, wirklich tröpfchenweise, weil es ist unheimlich ergiebig und hat auch eine tolle Sofortwirkung. Ihr wisst vielleicht, wer Synaeg kennt, dass Synaeg und Matrixyl auch eine sofortige Wirkung haben. Dieses Produkt macht eine Mikroentspannung der oberflächlichen Haut und der geht bis in diese Tiefe rein, wo es so ein bisschen auch die Muskulatur erreicht. Die Laura hat das ganz toll erklärt. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Vielleicht möchte sie ja auch noch mal hier live gehen auf YouTube mit mir und dann würde sie euch erklären, wie tief die Wirkung von diesen Inhaltsstoffen geht. Gibt übrigens auch Lippenpads, nur die konnte ich leider nicht verwenden, weil da Hammermelis drin ist, die Zaubernuss, und darauf reagiere ich allergisch. Ihr könnt damit auch ganz einfach mit dem Wirkstoff, mit diesem Serum
da drüber gehen. So, jetzt habe ich, glaube ich, drei Tröpfchen angewendet. Ich nehme noch mal einen hierfür und einen hierfür und dann lege ich los. Ich lasse das kurz einziehen. Es ist wirklich tröpfchenweise nur anzuwenden. Ich gehe davon aus, dass das bei mir Minimum 2 Monate halten wird. Das sind 15 ml. Das ist wirklich ein kleines süßes Fläschchen, aber das Fläschchen hat es in sich und es braucht sich wirklich sehr sparsam auf. Ihr braucht das nicht wie eine Hyaluronsäure pipettenweise auftragen, sondern wirklich auf den Finger ein bisschen tropfenweise anwenden. So, das für alle die, die es wahrscheinlich auch noch schon auf Instagram mitbekommen haben. Und dann lasse ich das einen ganz kleinen Augenblick einziehen. So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier noch was drin habe. Das Fläschchen geht nämlich schon dem Ende zu. Und gebe mir einfach mal ein bisschen was von dem Augenserum noch drüber. Von Lancôme, das ist mehr eine Augencreme. Man kann sie auch wirklich als Augencreme-Ersatz sehen. Mir reicht es nicht. Meistens gebe ich am Ende immer noch eine Augencreme drunter. Zurzeit habe ich von After Inject ja die Tagespflege. Und die gebe ich gerne auch als Augencreme drunter. So, das Ganze auch noch mal ein bisschen hier oben über den Augenbrauenbogen. Und das ist erstmal das Produkt von Lancôme, aber das kennt ihr ja schon ganz, ganz lange von mir. Und jetzt gibt es eine Pipette voll von dem Biothermserum. Genau. Also das heißt, ich gebe meine Produkte, die ich habe, auf das Gesicht. Und das Schöne ist, dass ihr jetzt wirklich diese Wirkstoffe aus diesen Produkten mit diesem Gerät super gut in die Tiefe einarbeiten könnt. Ich mache jetzt trotzdem wieder Thermalwasser drauf, damit das Gerät auch wirklich gut Feuchtigkeitskontakt hat, weil jetzt kommen wir ja zu der zweiten Stufe. Erst haben wir grün gemacht und jetzt machen wir blau und da geht es um Mikrostrom. Und wenn man das trocken anwendet, dann britzelt das richtig doll. Ich nehme das ja jetzt feucht und merke auch die kleinen Stromprickelchen, also ihr merkt schon was. Nicht, dass ihr denkt hinterher, da passiert nichts. Das Gerät hat also schon eine Wirkung, Wumms. Und damit könnt ihr wirklich alles einarbeiten, was ihr an Produkten habt. Schwellungen im Gesicht, wer unter Schwellungen leidet, geschwollene Augen, alles sowas, macht das mal. Diese Geräte bekommt ihr, wie gesagt, bei Kaufland, bei Otto, ich weiß nicht, wo überall. Da könnt ihr euch einfach mal schlau machen online und dann könnt ihr das zum Testen super gut ausprobieren. Ich denke mal, so 25, 30 Euro sind jetzt nicht die Welt und da kann man einfach mal sagen, okay, ist das was für mich oder nicht? Aber man muss ja nicht gleich mehrere hundert Euro ausgeben. Und immer wieder hier runter. Und es ist nicht nur Strom im Spiel, es ist in jeder Stufe die Vibration. Denkt auch an eure Plissé-Fältchen hier oben und deswegen auch da immer schön arbeiten. Und könnt ihr so lange machen, immer wie ihr mögt, wie ihr das auf der Haut vertragen könnt. So, und jetzt habe ich im Prinzip diese Serien aufgetragen. Ich bin immer noch jemand, der eigentlich noch ein Feuchtigkeitsserum mit aufträgt, also nach diesen Sachen. Das sind alles so wasserbasierte und gelige Produkte und man sagt ja auch immer, erst kommen die wasserbasierten auf die Haut. Ich merke jetzt auch schon, die Haut ist wesentlich weicher, wie als wenn ich es nur so einarbeiten würde mit den Fingern. Also dieses Gerät hat schon eine Wirkung. So, ich gebe jetzt im Nachhinein nochmal meine Augencreme auf. Da habe ich letztens ein Feedback zu bekommen. Das ist die von Sebamed, die Augencreme aus der Anti-Aging-Reihe. Die gebe ich mir jetzt auf den Lidendeckel nochmal. Ich mache das immer zweimal morgens, weil die zieht relativ schnell ein und ist dann weg. Und oft habe ich immer das Gefühl, sie reicht mir nicht. Und die gebe ich jetzt immer so zwischendurch auf. Und die Reste gebe ich immer über die Lippe.
So, was habe ich mir da angeschafft für ein Serum? Jetzt geht es also darum, dass hier schon ein bisschen Lipide und sowas mit im Spiel sind. Ich habe mir von Beate Jonen etwas gekauft und zwar aus der Medox-Linie. Letzte Woche habe ich es mir bestellt. Das war ein Tagesangebot und zwar das Spermidin-Elixier. Will ich heute nicht weiter darauf eingehen. Wenn euch sowas interessiert, müsst ihr das immer mit reinschreiben. Das trage ich jetzt einfach auf, das Spermidin-Elixier. Und da nehme ich auch immer so drei Pumphübel für alle Seiten. So, vergesst den Hals nicht. Hat den typischen Duft immer so ein bisschen, ich finde so nach meiner Oma, ne? Hat immer so ein bisschen den Duft meiner Oma. Und gebe auch immer noch mal so einen ganz kleinen Klecks hier unter die untere Augenpartie. So. Und das ist mein Serum neuerdings, weil ich ja mit dem Lancôme Triple X erstmal ausgesetzt habe, weil ich ja das hier von After Inject wirklich testen möchte. Ich will ja wissen, was das macht. Und durch dieses Natural Botulinum möchte ich natürlich wissen, ob das wirklich was bringt. Jetzt gebe ich einfach nur so ein Serum drauf. Das heißt, also das andere war Feuchtigkeit mit Hyaluronsäure auch, wasserbasiert. Und jetzt kommen wir zu so einem Serum, was schon ein bisschen mehr so Lipide auch hat. Und nicht einfach nur wasserbasiert ist. Und wie gesagt, 100 ml waren das letzte Woche als Tagesangebot bei QVC. Ihr könnt aber auch bei der Beate John, die hat eine eigene Homepage und einen Shop, da könnt ihr auch bestellen. Auch da habe ich schon bestellt und habe aber auch den Tag denselben Preis bei ihr im Shop bezahlt, weil ich habe dann im Shop bestellt und nicht bei QVC. Und habe gedacht, okay, ist aber derselbe Preis, 100 ml. Normal sind das, glaube ich, nur 50, die angeboten werden. So, jetzt habe ich die Serum aufgetragen und meine Haut ist wirklich super, super gepflegt und butterweich. Alleine davon schon. Und jetzt können wir im Prinzip die Tagespflege auch noch auftragen von After Inject. Das ist auch eine Natural Botulinum Lifting Cream. Also es geht hier wirklich um Wirkstoffe. Hier ist Lifting im Spiel und hier sind Lipide und Fette auch mit drin, aber auch der Wirkstoff dieses Botulinums. Und natürlich auch andere tolle pflegende Wirkstoffe sind hier drin. Wie gesagt, da können wir gerne auch an einem anderen Zeitpunkt drauf eingehen. Jetzt mache ich es erstmal so, dass ich es auftrage. Und weil wir jetzt mit Wärme arbeiten, muss ich mal gucken, ob wir trotzdem Thermalwasser auftragen müssen oder ob es unter Umständen auch ohne Thermalwasser geht. Aber das muss ich jetzt selber erstmal austesten. Ich habe das Gerät mit dieser Creme noch nicht ausprobiert. Ein bisschen als Augencreme hier untere Augenpartie. So. Ja, bei mir dauert das Video wieder ein bisschen länger, wie vielleicht bei anderen, die das zeigen. Aber ich zeige es halt auch immer gleich in der Anwendung. Und dann dauert das halt immer ein bisschen. Und die Produkte gleich noch dazu. So, jetzt mache ich es wieder an. Und jetzt gehen wir bis zu rot, das ist die letzte Stufe. Ihr habt nur drei und auch hier wird eigentlich wieder die Vibration angeschaltet. Also nicht eigentlich, sie wird angeschaltet, sie läuft immer. In jeder Stufe habt ihr die Vibration und jetzt arbeiten wir mal ohne Feuchtigkeit, weil es geht. Es gleitet trotzdem gut über die Haut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das muss man auch ausprobieren, ob es eure Creme macht oder nicht. Sollte es euch zu stumpf sein, einfach wieder etwas Gesichtswasser, Thermalwasser, Rosenwasser auftragen. Hier entwickelt das Gerät auch Wärme, also Rotlicht mit Wärme. Super, super schön auf der Haut, muss ich wirklich sagen. Man muss ja auch nicht jeden Tag die Stromfunktion anmachen. Man kann die ja auch überspringen. So. Nur immer dran denken, dass ihr die Lymphe hier runterschiebt und eigentlich bis zum Dekolleté geht, aber da komme ich heute nicht hin mit meinem Oberteil. Normalerweise geht man auch noch so richtig bis übers Dekolleté. Vergesst hier nicht die Augenpartie, da geht es an die Schwellungen der Augen und auch hier die tiefen Nasolabialfalten. Und hier oben natürlich den Lifting-Effekt hier über den Augenbrauen.
Und es ist wirklich angenehm warm, es ist nicht heiß. Ihr braucht keine Angst haben, dass das irgendwie heiß ist, also nicht zumindest dieses Gerät hier. Und ich glaube, die sehen alle so baugleich aus, dass die im Prinzip alle irgendwo ja, gleich sind. Ne? Wer weiß, welche Firma die herstellt. Und manche sehen sich so ähnlich, nur von einer anderen Marke. So. Und das reicht mir heute Morgen auch schon. Jetzt mache ich das Gerät aus und lege das dann wieder an meine Ladestation. Vergesst nicht, bevor ihr die Kappe wieder drauf macht, die Schutzkappe, dass ihr vielleicht mit einem weichen Tuch, feuchten Tuch, Handtuch erst noch mal reinigt, dass ihr das auch immer schön sauber haltet und dann erst die Kappe drauf macht und dann wegpackt. So, meine Lieben, das war heute Morgen die Anwendung von diesem Gerät. So könnt ihr das machen. Ihr könnt natürlich auch individuell für euch arbeiten. Keine Ahnung, was ihr alles auftragen mögt. Ich finde diese Anwendung mit den Produkten so in diesen, ich sag jetzt mal, Steps für mich persönlich gut. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber alles auftragen, kann man auch und nehme dann jede Stufe, obwohl schon alle Produkte drauf sind. Ja, könnt ihr auch machen. Das heißt, ihr tragt erst alles auf, dann fangt ihr mit Grün an, dann geht ihr zu Blau und dann zu Rot. Macht vielleicht jede Stufe nur eine Minute, könnt ihr genauso gut machen. Sucht euch eure Routine dabei raus, wie ihr das möchtet. Ich finde diese hier gut, also diese Serien einzuarbeiten, erst die wasserbasierten Hyaluronsäure, dies und das und jenes und dann erst zum Schluss. Wahnsinn. Also eure Haut fühlt sich anders an, viel weicher, viel durchfeuchteter, viel, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, als wenn ihr ohne Gerät die Produkte auftragt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich finde es toll, ich habe diese 25 Euro nicht bereut und das wollte ich euch heute Morgen zeigen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Aber das war erstmal dieses Gesichtsmassagegerät mit Lichttherapie, Mikrostrom, EMS, Wärme und so weiter. Ne? Ich habe euch alles am Anfang gesagt. Wenn nicht, geht nochmal zurück im Video an den Anfang und hört euch nochmal die Erklärung an. Vielleicht findet ihr ja auch noch andere Tipps dazu, mehr wie ich. Das kann natürlich möglich sein. Aber so wollte ich es euch heute Morgen erstmal zeigen. So, und damit sage ich Tschüss, bis zu meinem nächsten Video und ja, bleibt schön gesund.